Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir das Timonia 1 vs. 1 Turnier. Und zwar mit dem Kit Halloween. Und als erstes möchte ich noch ganz kurz sagen, dass dieses Video hier nachkommentiert ist. Das liegt einfach daran, dass ich während des Turniers noch mit zwei Freunden auf dem TS war. Und es deswegen ohne Stimme aufgenommen habe. Ja, und auf jeden Fall, dieses Kit ist ein bisschen sehr speziell, denn wir haben einen Stick mit mit Schärfe 2, einen Bogen mit 4 Pfeilen, 2 Cobwebs, einen Brewing Stand mit einer Instant Damage Potion, die man zu Splash machen kann, und wir haben auch einen Spawn Hack für eine Hexe. Und ja, jetzt spielen wir auf der Basic Map. Wir spielen momentan gegen ZBNex. Übrigens, die Quali-Phase ist so, sie geht 5 Minuten, also zeitlich begrenzt. Und in dieser Zeit versucht man so viele One-on-Ones zu machen wie möglich. Ja, raus aus dem Kopf da. Und jetzt mit dem Bogen ein bisschen spielen. Komm schon. Jawohl, 2-0 für mich momentan. Und Nummer 3 beginnt sofort gegen Sergeant Baba. Und das ist die Baustellen-Map oder so. Ich gehe mal direkt drauf nach Möglichkeit, beziehungsweise versuche mal zu schießen. Perfekt. Und jetzt drauf da. So. Und ja, sieht nicht schlecht aus. Raus aus dem Kopf wieder. Ich bin jetzt bei seiner Potion. Das ist, gibt mir auch einen Vorteil. Jetzt vielleicht noch mit dem Bogen. Oh. Ich habe jetzt die Potion einfach mal rausgenommen, damit er sie auf keinen Fall kriegt. Wir müssen jetzt auf seinen Bogen aufpassen. Er trifft nicht. Und bitte, bitte, die Hexe, Achtung, und gewonnen. Ja, 3-0. Perfekt. Der nächste Kampf ist gegen Willi88, wieder auf der Basic Map. Und ich mache natürlich immer noch das genau dasselbe. Gehe jetzt wieder drauf mit dem Bogen. Und die Hexe ist da. Ich laufe ihm mal hinterher. Und... Eieiei. Oh, das wird knapp. Nein. Nein. Ich bin verknifft. Nein. Nein. Achtung. Nein. Oh Gott, jetzt steht's 3-1. Alter. Der nächste Kampf. Strafing God. Eieiei. Ich zittere auch ein bisschen. Vielleicht merkt man das ein bisschen. Aber ja, gut. Er trifft mit dem Bogen. Der ging daneben. Ich sammle den mal ganz kurz ein. Und muss dann auch ein bisschen raufgehen. Ich sollte mal treffen. Er hat jetzt dann sicher gleich die Potion. Oh, er hat die Potion. Scheiße. Das war nicht so cool. Ist er im Cop-Up? Nee, leider nicht. Ich hole mal meine Potion. So, perfekt. Jetzt muss die nur setzen. Jawohl, die war gut. Die war gut. Achtung, wieder die Hexe. Oh Gott, ich muss da weg. Ah, dieser blöde Bogen. Los, lass dich doch killen. Nein. Nein, nein. Was gibt der für Hits, Alter? Bogen. Lol. Die Hexe. Nein. Die Hexe. Der nächste Kampf gegen Mozart kann beginnen. Es steht jetzt 3-2 und ich werde jetzt schon ein bisschen nervöser. Ich möchte hier ein bisschen was packen. Und Schuss. Jawohl. Und... Er läuft so blöd hin und her. Aber ich habe ihn getroffen. Nice. Und jetzt... Combo. Ja, sieht gut aus. Ja, ja. Come on. Bleib stehen. Treff. Ja. 4-2. Nice. Und die Qualifikationsphase dauert jetzt noch ein bisschen mehr als eine Minute. Wir spielen jetzt gegen Underline Fill Plays. Und die Map ist jetzt nicht so cool für die Potion, weil die jetzt ja oben ist. Ich möchte mit dem Bogen schießen. Oder er lässt es auch. Ich laufe auf ihn zu. Jo, das war ein bisschen auffällig mit dem Cop-Up. Bisher sieht es ein bisschen besser aus für mich. Ich schieße jetzt mit dem Bogen. Jawohl, das sollte ich gewinnen. Jawohl, nice, 5-2. Sehr gut. Und der nächste Kampf ist wieder gegen Mozart. Okay, das ist krass. Und ja, ich habe meinen Inf irgendwie so ein bisschen komisch sortiert. Keine Ahnung, ich sortiere das jetzt immer am Anfang noch um. Und oh, Combo, nice, nice, das sollte ich gewinnen. Ja, komm, bleib stehen.
Bleib stehen! Er hat sich selber ins Kopf gepackt, okay. Bogen, nice. Und gewonnen. 6-2. Qualifiase. Und die dauern noch 16 Sekunden, also wird das der letzte Kampf sein in der Qualiphase, den ich machen werde. Und nämlich gegen Faded Blade. Und er bleibt da irgendwie so ein bisschen komisch stehen und möchte jetzt schießen, trifft nicht. Okay, ich habe ihn mit dem Bogen einmal. Er sieht ziemlich ausgeglichen aus. Ei, nein, nein, ja, nein, komm, Kombo. Jawohl, nice, 7-2. Und ja, das war's mit der Qualiphase. 7-2 habe ich die jetzt absolviert und ich glaube auch, dass es jetzt schon gleich weitergeht. Beziehungsweise ich guck mal ganz kurz in die Turnierinfos, welchen Rang das ich da habe. Ich bin... Ah Mann, die blöden Kämpfe. Ich sehe mich da nicht. Ach da, 27. Von 130 Spielern, das ist für die Quali-Phase eigentlich ganz gut. Da bin ich ganz zufrieden und ja... Ich denke, wir sehen uns dann gleich wieder in der K.O.-Phase. Bis gleich. So, K.O.-Phase Nummer 1 beginnt. Wir spielen gegen Cooler Luki. Und jetzt müssen wir auch zwei Kämpfe hintereinander gewinnen. Also Best of 3. Und ja, er trifft schon mal. Das ist nicht gut. Er wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein als die Gegner vorher. Ui, diese Hits. Nein. Okay. Eieiei. Nein, nein. Nein, lass es. Ah, halbes Herz. Nein. Oh Gott. 1-0 gegen mich. Oh, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Und Runde Nummer 2 beginnt. Oh Gott, das wird schon ein bisschen schwerer. Er möchte wieder mit dem Bogen schießen. Er trifft nicht. Er trifft nochmals nicht. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf meinen Damage-Spot. Also ich nehme die mal. Und versuche mit der Damage-Pot irgendwas zu machen. Die ist jetzt nämlich fertig. So, jetzt kann ich auf ihn zulaufen. Oder ich könnte auch mal vielleicht versuchen, die Hexe zu ihm zu setzen. Ich treffe mit dem Bogen gerade nicht allzu gut. Jetzt nochmals getroffen. Jetzt soll ich die Hexe platzieren? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich weiß es nicht. Er trifft auf jeden Fall mit dem Bogen auch nicht. Und das ist schon mal gut. Er war ganz kurz im Kopf-Up. Die Pot ist jetzt natürlich auch wichtig. Na, das war beides nicht ganz so perfekt. Aber jetzt die Bow-Hits, die waren relativ gut. Also da habe ich auf jeden Fall eindeutig den Vorteil in diesem Match. Und ich hoffe, dass ich den jetzt auch ausspielen kann, weil ich habe noch Pfeile eher nicht. Komm her, komm her. 30 Sekunden Kampfende. Und ich habe ihn. Nice. Uff. 1-1. Oh Gott, ist das anstrengend. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmals gewinnen. Ich hoffe mal, dass ich das auch schaffe. Er hat nicht geschossen. Okay, so ein bisschen so aus. Aber anscheinend hat er nicht geschossen. Ein Hit und direkt noch ein Knockback-Stick-Hit. Das ist gut. Er geht wieder auf die Potion. Ja. Ich plante mal die Hexe bei ihm. Zack. Und laufe jetzt wieder weg und hole mir meine Potion. Vielleicht geht die Hexe auf ihn. Ja, zwar leider nicht, ne? Ja, aber die Hexe kommt jetzt vielleicht von hinten. Ist möglich. Oder wir... Ja, ja. Doch. Hexe, mach mal deinen Job da. Come on. Wow. Er ist vergiftet. Und die Damage-Spot war auch nicht allzu schlecht. Das sollte ich gewinnen. Los. Ja. Ja. Ich habe gewonnen. Und somit... sehen wir uns gleich wieder in der zweiten K.O.-Runde. Bis gleich. So, Runde Nummer 2 beginnt. Wir spielen gegen Nanze Underline Craft. Und auch wieder auf der Basic Map. Die ist anscheinend sehr oft ausgewählt. Und ich bin mal gespannt, wie er spielt. Er blendet sofort seine Hexe und ich schieße ihn sofort gut ab. Das sollte ich eigentlich gewinnen. Und vor allem, die Hexe geht jetzt noch auf ihn. Jawohl, er ist vergiftet. Nice. Das müsste ich gewinnen. Auch wenn ich nur 6 Herzen habe, aber das müsste ich trotzdem gewinnen. Er geht jetzt, glaube ich, zu seiner Potion, aber das nützt ihm auch nicht mal allzu viel, weil er hat so viele Pots von der Hexe abgekriegt. Ich müsste nur noch treffen. Ja, und das war's. 1-0 für mich. Und die zweite Runde kann beginnen. Also ich hoffe, dass ich
dass er es schaffe, aber bislang sah es eigentlich relativ gut aus. Was macht er? Diesmal blendet er die Hexe nicht sofort, okay. Ich möchte halt die Pfeile sicher treffen. Ein Hit, zwei Hit, nice. Oh nein, jetzt hat er auch gut getroffen. Oh, das ist knapp. Das wird relativ knapp diesmal. Er rennt jetzt zu meiner Potion, dann renne ich zu seiner Potion. Nehmen wir die da mal raus. Dann spielen wir diesmal wieder mit Damage Pot. Oh, ich treffe nicht. Jawohl, jetzt habe ich ihn nochmals getroffen. Der war auch voll an... Wow, oh, das war schlecht. Scheiße. Da habe ich richtig scheiße gekämpft. Oh nein, die Port ist vorbeigeflogen. Nein. 1-1. Oh Gott. Alter, ich bin so nervös, ne? Das könnt ihr nicht glauben. Also... Ja, 1-1. Uff. Er blendet die Hexe wieder. Das könnte wieder zu seinem Nachteil sein. Weil die Hexe läuft wieder ihm hinterher. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Jetzt ein Hit. Und Combo. Nice. Nein, die Hexe. Ich habe Vergiftung. Scheiße. Das werde ich verlieren. Nein. Nein. Und er hat jetzt noch die Damage Pot und ich habe sie nicht. Oh mein Gott. Er hat sie geworfen. Ja. Combo. Bitte, bitte. Ja, ja. Ja. Ich habe gewonnen. Und damit sind wir in Runde Nummer 3. Und ja, dann bis gleich. Runde Nummer 3 beginnt. Wir spielen gegen Underline Taktik GHG Underline. Und er ist auch Expert. Wird wahrscheinlich relativ schwer. Mal gucken. Eieiei. Oh Gott, diese Hits. Oh Gott. Alter. Das ist richtig krass. Nein, 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 treffen wir nicht. Bitte, nein. 4,5, oh Gott. Ich nehme jetzt mal seinen Pot. Das wird richtig schwer. Aber die Hexe geht auf ihn. Also vielleicht ist da noch was möglich. Jetzt hat er auch eine Hexe platziert. Da soll ich vielleicht aufpassen. Die sitzt. Oh Gott, die Damage Pot, nein. Die war aber auch nicht allzu schlecht, meine. Bitte. Ah Gott. 1-0 für ihn. Das wird jetzt richtig schwer. Eieieiei. Das wird richtig schwer. Oh Gott. Ich zitter. Er darf einfach nicht treffen mit dem Bogen. Das ist wichtig. Ui. Bitte. Die Hexe, nein. Weg da. Weg. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ah, er mich aber auch. Das wird eng. Das wird richtig eng. Ein Herz. Oh, Alter. Oh mein Gott, 1-1. Boah, das ist richtig eng. Eieieiei. Ich muss ihn einfach gut treffen mit dem Bogen. Das ist ganz wichtig. Treffer. Er läuft weg. Wir spielen mit Damage Pot wieder. Hat er sie geholt? Nee, er holt sie erst jetzt. Okay. Er holt sie erst jetzt. Ich setze mal wieder die Hexe. Vielleicht geht ihr auf ihn. Und ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Damage Pot. Ich habe halt Angst vor dir. Nein, nicht getroffen. Scheiße. Oh Gott. Das wird richtig eng jetzt. Ja, ja, das war gut, nice. So kann es weitergehen. Ja, ich gebe ihn dir jetzt. Oh mein Gott, die Combo. Das gewinne ich, das gewinne ich. Die Damage Pot war schlecht. Das muss ich gewinnen. Das muss ich gewinnen. Ich habe nämlich meine Pot noch. Und er wird von der Hexe angegriffen. Ah, meine Pot war aber auch nix. Ui, ich sollte wieder mit dem Bogen treffen. Hey, half life bin ich. Aber das müsste ich gewinnen. Das müsste ich gewinnen. Er ist so low, das muss ich gewinnen. Das kann doch nicht sein, wie viel hält der noch aus? Der Kampf endet gleich. Oh Gott, die Mitte. Und? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Und somit bin ich in Runde Nummer 4 drin. Und da sehen wir uns dann... Nee, Runde Nummer 5 sogar schon.
Ja, und da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Runde Nummer 5 beginnt. Wir spielen gegen Verstohlen. Und das ist auch ein Premium-Spieler. Und er trifft mit dem Bogen. Er trifft noch Maß 8, du Scheiße. Oh Gott. Aber, na, er gibt auch gut jetzt. Schade. Das wird eng. Und jetzt noch die Hexe. Weg hier, weg. Nein, bleib weg von mir. Nein. Nein, halbes Herz. Oh, Mann. 1-0 für ihn. Schade. Warum muss ich es immer so spannend machen? Ich zitter doch schon genug. Warum immer noch so spannend? Ich treffe nicht. Er auch nicht. Ich hole den Pfeil. Er holt auch meinen Pfeil. Ich spiele wieder mit Damage Pot. Ich spiele wieder mit Damage Pot. Und dann hoffe ich, dass ich was machen kann. Ich muss jetzt noch zweimal gewinnen. Schuss. Ja. Nochmals. Jawohl. Aber er trifft halt auch. Das ist der Nachteil. Meine Damage Pot muss, glaube ich, gut setzen. Das ist wichtig, die Damage Pot. Die Hexe, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Er trifft nicht, okay. Die Hexe, oh Gott. Nein, ich hab's nur ohne. Oh Gott, ey. Die Damage Pot war jetzt auch nicht gerade so gut. Und jetzt bin ich vergiftet. Oh Gott, nein, nein. Wow, Combo. Und ich hab ihn. Ich hab ihn. 1-1. Oh mein Gott, ich muss es schon immer mega spannend machen. Wenn ich das nicht gewinne, bin ich übrigens auf dem Finalserver. Weil, ja, mit dieser Runde bin ich schon mal unter den Top 8. Und wenn ich die gewinne, bin ich unter den Top 4 von dieser Lobby. Er plantet die Hexe. Oh Gott, ich bin in Cobweb. Nein. Okay, das war's. Und noch Vergiftung. Das war's. Scheiße. Nein. Nein. Ich bin draußen. Oh Gott. Aber 150 Pixel habe ich dazu gekriegt. Und ich glaube, das war auch ein richtig gutes Turnier. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.